Die breite Masse der Bevölkerung denkt, Michael Ballweg hat einen Prozess gewonnen letztes Jahr, ist in Freiheit. Aber was muss man hören? Der Mann steht schon wieder vor Gericht und sie haben ihm alles Vermögen eingefroren. Ist doch fast so wie bei Kompakt. Ja, außer dass ihr noch nicht im Gefängnis wart. Aber, also die, genau, ich habe letztes Jahr keinen Prozess gewonnen, sondern letztes Jahr war ja nur dann die Haft zu Ende, weil das Oberlandesgericht dann entschieden hat, dass die Haft nicht verlängert werden kann, weil ja die Vorwürfe Geldwäsche und Betrug vom Tisch waren. Und die sind aber natürlich durch neue Vorwürfe ersetzt worden, nämlich durch versuchten Betrug und versuchte Steuerhinterziehung. Und deshalb habe ich jetzt gerade einen Mammutprozess am Bein, der läuft seit 2.10.2024. Das war gerade der 10. Verhandlungstag, morgen ist der 11. Insgesamt soll er 70 Verhandlungstage dauern, also bis Ende 2025. Der Vergleich Ja. kommt von mir, den ich jetzt nenne. Der Professor Homburg hat dazu gesagt, der RAF-Prozess hätte auch nicht länger gedauert, aber gut. Ja, naja, gut, da gibt es immer wieder Bezüge. Auch die ganze Inhaftierung in Stammheim war ja nach dem RAF-Vorbild. Aber du hast keinen Hungerstreik gemacht. Nee, ich habe tatsächlich keinen Hungerstreik gemacht, sondern ich habe entschieden, ich nutze die Zeit für mich. Habe viele Briefe bekommen und viel Post, unter anderem auch zwei Kompaktmagazine, die wurden mir sogar ausgehändigt damals noch. Und ja, habe viel meditiert und gelesen. War ja bis 2020 einfach nur Unternehmer und wenig kritisch. Hatte dann noch ein bisschen was nachzuholen. Dazu habe ich dann die Gefängniszeit auch genutzt. Ja, also die Staatsanwaltschaft wirft dir vor, versuchte oder auch vollendete Steuerhinterziehung, aber dein Steuerberater konnte ja gar nicht in Kontakt mit dir treten, weil du im Gefängnis warst. Und deswegen ist es doch von Anfang an sehr konstruiert. Ja, vor allem ist ja die, normalerweise gibt es ja eine Fristverlängerung und die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall was ganz Ungewöhnliches gemacht, beziehungsweise das Finanzamt hat eben 6 Tage nach Nichtabgabe direkt das Strafverfahren eingeleitet, ohne irgendwelche Verlängerung. Und ja, so wie du sagst, genau, man sitzt ja im Gefängnis mit Stift und Papier, der Gefängnisdirektor hat ja auch schon ausgesagt, ohne Elsterzugang. Kein Kontakt zum Steuerberater, Unterlagen beschlagnahmt, aber trotzdem war der Steuerfahnder der Meinung, man könnte dann aus dem Gefängnis die Erklärung abgeben. Ja, es geht ja um dein Unternehmen, was du ja schon vor 20 Jahren, glaube ich, gegründet hast. Und der zweite Punkt ist ja die Spenden bzw. Schenkungen im Rahmen von Querdenken. Da habt ihr jetzt eine Berechnung vorgelegt, dass ihr ja trotz aller Spenden du persönlich ein riesiges Defizit gemacht habt, mit den gesamten Aktivitäten. Genau, also wir haben am, es ist so, vielleicht fragen sich auch einige, warum haben wir das nicht schon viel früher vorgelegt? Der Gerichtsprozess ist ja so, dass die Vorsitzende vorgibt, welche Themen behandelt werden. Und das habe ich jetzt auch erst gelernt. Im Strafrecht darf man dann die entsprechenden Beweise nur vorlegen, wenn das entsprechende Thema dran ist. Und dann war jetzt dann irgendwann der Steuerfahnder da, beziehungsweise die OFD, also die Oberfinanzdirektion. Und da haben wir dann, ich habe dann, nachdem ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin, habe ich meine Steuererklärung machen lassen von einer Steuerberatungsgesellschaft und die hat eben bescheinigt, dass ich 25.000 Euro Verlust gemacht habe in 2020 und über 50.000 Euro Verlust in 2021. Und diese Verluste habe ich auch nicht angegeben in der Steuererklärung, sondern wir haben es als Liebhaberei eingeschätzt. Das heißt, ich bekomme jetzt kein Geld vom Finanzamt. Ja, das wär noch schöner. Ich meine, ich habe mir jetzt in Vorbereitung des Interviews auch noch mal deinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Ich meine, die schnüffeln dir ja da bis in die Unterhose nach, Ja. selbst auf Wikipedia. Der Eintrag ist ja noch viel unverschämter und verzerrender als den Eintrag, den ich da aufweisen kann. Ich meine, Ja. die hassen dich ja bis aufs Blut, ja? Woher kommt das? Was heißt, woher kommt das? Das ist wahrscheinlich meine fröhliche Energie und dass ich jede Energie, die mir negativ entgegenschlägt, auch immer wieder in positive Energie umwandle.
Ich habe heute nochmal ein Video rausgekramt vom 16.05.2020. Da habe ich auf der Bühne gesagt, liebe Journalisten, fangt endlich an, ehrlich und wahrheitsgemäß zu berichten, sonst passiert unaufhaltsam das, was passieren wird. Ihr werdet nicht mehr gebraucht und die Alternativen werden euch ersetzen. Und man sieht ja gerade mit X und was in den USA passiert, also die Altpapiermedien, ja, die ersetzen sich halt. Heute gab es, glaube ich, wieder so einen X-Boykott, wo wieder irgendwelche Journalisten von X sich verabschiedet haben. Also sie begeben sich selber irgendwie in ihren Elfenbeinturm. Aber um die Frage jetzt zurückzunehmen, ich nehme die Dinge halt immer nicht persönlich, sondern es kann ja jeder schreiben über mich, was er möchte. Letztendlich weiß ich ja, wer ich bin und was ich tue. Und das Versuchen, das, ich glaube, damit können die einfach nicht umgehen. Ich meine, die haben dich hier ein Dreivierteljahr eingesperrt. Da könnte man ja auch sagen, okay, jetzt lassen wir es gut sein. Querdenken als Bewegung ist ja in dem Sinne nicht mehr da. Aber trotzdem verfolgen sie dich weiter, ja? Ist es persönliche Rache von Leuten, die du blamiert hast, oder ist es vorauseilend, damit du nicht doch wieder Leute um dich scharst? Ja, ich habe ja schon eine große Demo gemacht in Berlin am 3.8. Also von daher, Querdenken gibt es nach wie vor. Proteste auf der Straße. Ich glaube einfach, dass dieser Bürokratieapparat, den wir haben, der hat sich halt ein Stück weit auch verselbstständigt. Deshalb, ich lerne ja in dem Gerichtsprozess auch gerade viele. Da sagt jeder irgendwie nur, ich habe nur das gemacht, was mir gesagt wurde. Ich war es nicht. Der da war es. Ich habe das Verfahren nicht eingeleitet, war mein Kollege. Ich erinnere mich an nichts mehr. Also das erinnert mich so ein Stück weit oder ist eine Vorschau für mich, was in der Corona-Aufarbeitung passieren wird. Wenn auch alle nur sagen, ich habe nur das gemacht, was mir befohlen wurde. Auch die Polizisten, die Schwachkopf-Affäre da umgesetzt haben. Also am Ende muss man ja sagen, irgendwann ist ja letztendlich auch mal gut. Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drüber, sondern wir leben ja in einem großen Zeitenwandel, ja, wo manche vorangehen müssen und besser damit zurechtkommen. Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt am Sonntag euer Video von Nürtingen angeguckt. Ich Ja. finde es ja echt witzig, was der Staat da, also irre oder ja, witzig und irre ist es, was der auffährt an Ressourcen, um einfach jetzt Redeauftritte zu verhindern. Österreich verbietet auch mal irgendwie jetzt pauschal Freiheitsdemonstrationen oder Friedensdemonstrationen, damit die Leute einkaufen gehen können. Also irgendwie scheint man sich in diesem Behördenapparat da dran gewöhnt zu haben, dass man Bürgerrechte einfach kassieren kann und dass es keine Folgen hat. Und jetzt gucken wir mal, was an Rückenwind aus den USA kommt zur Aufarbeitung, Ja. dass wir vorangehen können. Denkst du, wir sind jetzt näher an der Diktatur als während des Lockdowns? Oder erlebst du die Gesellschaft als weniger bedroht in der Freiheit? Nee, absolut mehr, weil also diese, sagen wir, diese Hausdurchsuchungen, die jetzt stattfinden, die Verbote auf Social Media, die Zensur, ist ja alles nach wie vor da. Und ich glaube, dass, wie soll ich sagen, das war durch Corona sind die Menschen ja in diese kollektive Angst gefallen. Und ich glaube, es fällt ganz vielen schwer, sich daraus zu befreien. Und die seit 2020 dabei sind, sind natürlich zwischendrin auch mal müde, müssen Energie sammeln, beziehungsweise sich um ihr eigenes Leben wieder kümmern. Das muss man ja auch noch organisieren mit Inflation etc. Von daher so auf jeden Fall, also es ist nicht besser geworden seit 2020, sondern eher schlechter. Aber das Gute daran ist, dass es so sichtbar ist. Also es kann ja jeder sehen, wenn er es möchte. Also es kann jeder euren YouTube-Kanal abonnieren und kann sich darüber informieren, was passiert da. Auch die Österreicher jetzt mit ihren Demonstrationsverboten. Wir werden mal sehen, was sie sich hier noch einfallen lassen. Auch mein Gerichtsprozess. Also mein T-Shirt ist ja verboten im. Ja, du musst jetzt mal zeigen, du musst mal kurz aufstehen. Ja, warte mal, das mache ich mal kurz. Ich mach mal so runter. Freiheit wird aus Mut gemacht. Es darf im Gerichtssaal nicht angezogen werden. Also Stimmt's? ich darf es anhaben, aber die Zuschauer dürfen es nicht anhaben, weil das wäre dann eine verbotene Meinungskundgabe. Also wir haben Slogans, die zu
glaube ich, 14.000 Euro Geldstrafe führen, weil sie irgendwann auch mal von irgendeiner SA benutzt wurden, was kein Schwein weiß. Und wir haben Slogans, die sind einfach nur verboten. Ich also glaub, du meinst der auch mal von der SPD benutzt wurde, auf den spielst du an. Ja, genau. Genau. Ich meine, die Frau, die das getragen hat im Gerichtssaal und der die Richterin gesagt hat, sie darf nicht, hat ja angekündigt, beim nächsten Mal zieht sie die Friedenstaube auf dem T-Shirt an. Genau, das hat geklappt. Da hat sie kein Problem mit gehabt. Aber also es ist tatsächlich, ja, wirklich absurd. Ja, was da halt gerade passiert. Deins wäre wahrscheinlich auch verboten. Meins? Nein, sieht man das überhaupt? Ja. Aber nicht mit dem Ausrufezeichen. Ohne wäre es keine Meinungsgrundgabe. Nein, Spaß. Das haben wir, das Witzige ist ja, hier im Osten kann man das überall anziehen, ja. Die Leute freuen sich, ja, aber okay. Besteht eigentlich die Gefahr, dass du jetzt wieder in Haft genommen wirst oder ist es erstmal ausgestanden? Nee, das ist erstmal ausgestanden. Jetzt läuft ja der Prozess. Und solange ich zu allen Prozesstagen erscheine, besteht da keine Gefahr. Weil nur wenn ich jetzt versuchen würde, die Prozesstage zu schwänzen, dann würde mir das wahrscheinlich nicht so gut bekommen. Und dann gäbe es wieder Kerker. Und im Worst Case droht dir einfach diese sehr hohe Geldbuße. Ich glaube, da geht es um über eine halbe Million Euro, die die einkassieren wollen, die Finanzgangster. Und dann das ist ja so, das Absurde ist ja, das will ich auch noch erzählen, also ich bin ja angeklagt, wir sind vorhin ein bisschen schneller drüber gegangen, versuchte und vollendete Steuerhinterziehung, die versuchte Steuerhinterziehung bei praktisch Michael Ballweg, Querdenken und die vollendete Steuerhinterziehung bei meiner Media Access wegen der Umsatzsteuer, aber für beides haben wir Umsatzsteuererklärung, also Erklärung abgegeben, Umsatzsteuererklärung für die GmbH und Einkommensteuererklärung für mich persönlich. Und die liegen doch jetzt beim Finanzamt Stuttgart seit einem Jahr unbearbeitet. Und das ist ja auch der Irrsinn. Erst eröffnet man 6 Tage nach Fristablauf ein Verfahren, weil man ja so offensichtlich wichtige Dokumente unbedingt haben möchte. Dann reiche ich dir ein und dann bleiben sie halt über ein Jahr liegen. Das heißt, es wird jetzt halt vor die Finanzgerichte gehen und es hat eine Steuerberatungsgesellschaft gemacht und der Steuerfahnder, der das letzte Mal vor Ort war, hat ja zugegeben, dass er alles geschätzt hat und die hervorragenden Zahlen der Polizei, die ja keine steuerlichen Kenntnisse hat, verwendet hat, gibt auch keinen Veranlagungszusammenhang. Also Veranlagungszusammenhang heißt einfach, eine Beurteilung, sind das Betriebseinnahmen oder Betriebsausgaben, muss man ja für jede Position bei der Steuer machen, ne? Ist es betrieblich verursacht oder ist es privat? Das haben die einfach nicht gemacht. Und von daher werden die mit ihren Schätzungen dann nicht weit kommen. Aber ich bin halt erstmal ruhig gestellt und habe da auch ein schönes Video gemacht zu dem Thema Lawfare. Also es gibt ja diesen Begriff aus dem amerikanischen Lawfare, wo man einfach seine politischen Gegner oder Menschen, die sich friedlich für Freiheitsrechte einsetzen, zum Beispiel mit Gerichtsprozessen überzieht oder auch mit Kontokündigungen. Das Thema Kontokündigung hat jetzt ja der Marc Andreessen, der ehemalige Gründer von Netscape, hat ein tolles Video dazu gemacht, wann das angefangen hat in den USA, also dieses ganze Thema Debanking. Das heißt, der politische Gegner kriegt erstmal keine Konten mehr. Ich glaube, bei euch ist ja auch ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob es sich inzwischen gebessert hat. Und dann sag mal, ist man ja erstmal damit beschäftigt, sich wieder handlungsfähig zu machen. Ja, das ist, glaube ich, der Finanzkrieg gegen die Opposition ist eine der wichtigsten Fronten, die das Regime eröffnet hat. Da leiden ja viele drunter. Wir waren jetzt auch 2 Monate ohne Firmenkonto, haben es uns jetzt gerichtlich erstritten. Oh, sehr gut. Also das... wir haben schon eine IBAN, aber wir warten noch, bis wir auch alle Zugänge haben und so. Das ist erstmal ein Erfolg. Aber da werden wir die Woche noch ein größeres Buhai drum machen. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen.
das könnte vielleicht die Staatsanwaltschaft schon sonst zu sehr interessieren. Ja. Aber man kann auch leben, wenn alle Vermögenswerte eingefroren und alle Konten gesperrt sind. Das entnehme ich aus deiner Fröhlichkeit. Ja, also ich bin ja jemand, der sich immer handlungsfähig macht. Und wir haben ja oder ich bin Unternehmer, also das heißt, ich unternehme Dinge. Ich habe viele Talente mitbekommen, zum Glück im Leben. Und deshalb war zum Beispiel die Demo am 3.8.2024 so wichtig. Da haben wir das erste Mal etwas dezentral finanziert. Das heißt, die Menschen haben nicht mehr Geld irgendwie an mich geschickt. Ging ja auch gar nicht. Sondern es haben dann Leute, die zum Beispiel einen Boxenturm bezahlen wollten, direkt einen Boxenturm bezahlt und so weiter. Und das hat mir jetzt in der Vorphase natürlich zu diesem Gerichtsprozess sehr gut geholfen, dieses Konzept. Und jetzt habe ich ja seit, ich glaube, 3 Wochen wieder ein Underkonto bei einem Anwalt, beim Ralf Ludwig, sodass man mich ja auch da wieder direkt unterstützen kann. Kann aber auch wieder sein, dass es jederzeit weg ist. Das setze ich nicht so drauf, dass es so ewig bleibt. Weißt ja, dass ich ein großer Bitcoin-Fan bin. Mit Bitcoin gibt es eine gute Alternative zum bestehenden Bankensystem, die nicht zensiert werden kann. Und ich lenke halt immer meine Energie auf diese neuen Systeme, weil die muss man ja auch ausprobieren, lernen und etablieren. Leider benutzen es noch zu wenige, das muss man fairerweise auch sagen, dass man natürlich damit jetzt, sagen wir mal, eine Freiheitsbewegung oder einen Gerichtsprozess natürlich nicht finanzieren kann. Ja, als Kompakt verboten war, hatte ich ja auch ein Underkonto bei dem Anwalt Ralf Ludwig. Das wurde ja dann auch gekündigt innerhalb von 24 Stunden. Und in der Folge wurden auch andere Mandanten, die ein Underkonto hatten, da wurde das Underkonto bei Ralf Ludwig auch gekündigt, unter anderem du. Deswegen interessiert mich jetzt, wie du es wieder gekriegt hast. Ja, da will ich jetzt gar nicht zu viel erzählen, aber ich kann Okay. nur sagen, es ist eine andere Bank. Aha, okay. Ja, es ist von Bank zu Bank ein bisschen unterschiedlich. Einige sind besonders sklavisch und die anderen sind rechtsstaatstreu. Ja, Da ich kann man Glück haben. würde sagen, manche haben halt mehr Angst. Es gibt ja diese ganzen Compliance-Richtlinien. Ja. Und dann kommt halt das Compliance Office und sagt, auch wenn wir den nehmen, dann haben wir schlechte Presse, dann haben wir so viel Arbeit, den nehmen wir praktisch lieber nicht. So funktioniert es ja. Ja. Das sind ja ganz einfache Mechanismen, wenn man einfach mal sich in die einzelnen handelnden Personen dann reinversetzt, da hat der Bankdirektor halt, muss halt überlegen, was passiert da jetzt, wenn ich da ein Konto aufmache und am Ende Ja. darum, ist er mutig oder ist er nicht mutig, hat er genügend Ressourcen in seiner Bank, um das Thema dann auch aushalten zu können. Bei mir hat er die Volksbank am Württemberg, hat er lange für Querdenken durchgehalten, bis er dann irgendwie Anfang 2022 auch alle Konten auf einmal gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es dann auch irgendwelche Anrufe gab vorher. Vielleicht könnte ich mir Bestimmt. gut vorstellen, Bestimmt. dass da mal irgendwie ein Anruf kommt. Ja, klar. Macht jetzt hier, macht da mal ein, schiebt da mal einen Riegel rein. Das geht so nicht. Ja. Ja. Micha, jetzt ist ja wirklich die Kriegsgefahr so brenzlig wie noch nie vorher, also zu meinen Lebzeiten. Ich wundere mich, dass da eigentlich keine Leute demonstrieren. Ja, das ist tatsächlich verwunderlich, insbesondere, weil es gab ja mal eine sehr große Friedensbewegung in Deutschland. Und man kann natürlich zwei Dinge sagen. Das eine ist dieses Thema die Macht der Propaganda. Und da sieht man einfach, wie gut doch die Propaganda funktioniert und dass sie selbst die glühendsten Friedensvertreter von damals offensichtlich Gehirn gewaschen hat. Und das andere ist natürlich die tiefen Gräben, die eingezogen wurden zwischen den Bewegungen. Es gibt ja eine Friedensbewegung, aber die will nicht so richtig mit uns zusammenarbeiten. Ich war jetzt vor 4 Wochen auf dem Kongress oder 6 Wochen in Liebstädt, wo auch die Christiane Reimann da war und mir fällt der andere Name gerade nicht ein, sorry. Ist keine Herabsetzung, ist einfach auch von der Friedensbewegung. Und da haben wir uns das erste Mal angenähert und guten Konsens auch gefunden. Aber die sind dann selbst wieder geächtet worden innerhalb ihrer Bewegung, weil sie mit mir geredet haben. Also dieses Prinzip Kontaktschuld
existiert leider nach wie vor. Und dann gibt es ja noch die Sarah Wagenknecht, die wieder ihre anderen, sagen wir mal, politischen Friedensdemonstrationen macht, wo dann wieder Politiker auf der Bühne stehen. So ein bisschen schwierig, das alles unter den Hut zu kriegen. Und ich glaube, das war das Schöne an Querdenken, dass es halt so eine vereinende Bewegung war und es gab nicht diese Gräben, sondern wir haben gesagt, alle, die friedlich für ihre Grundrechte demonstrieren wollen und für Meinungsfreiheit und für die Versammlungsfreiheit natürlich, sind auf unseren Demonstrationen willkommen. Und das habe ich auch immer ausgehalten gegen viel, viel Kritik, weil ich sage mal so, für mich ist es wichtig, diese Spaltungsinstrumente zu überwinden, die sind ja gewünscht. Dass man die Leute erstmal reinteilt in links, rechts, Mitte. Haben wir ganz früh schon gesagt, dass wir das Schubladendenken ignorieren. Und das braucht die Friedensbewegung, braucht das auch so einen Zusammenhalt und eine Vereinigung. Also jetzt wäre eigentlich die Stunde, dass du da wieder was machst, so wie im August. Ja, aber das kannst du dir vorstellen, ich bin montags praktisch mit der Vorbereitung vom Gerichtsprozess beschäftigt. Ja. Dienstag Gerichtsprozess, danach ist Nachbereitung und Pressemitteilung. Mittwoch ist dann Vorbereitung vom nächsten Tag, Donnerstag ist Gerichtsprozess, Freitag Nachbereitung. Ja, ich Und sehe das Problem, ja. nur am Wochenende schafft man nicht, so eine Demo vorzubereiten. Und natürlich muss ich auch sagen, also die Demonstration in Berlin hat ja viel Geld gekostet. Und da ich kein Bankkonto hatte damals, war das durchaus finanziell jetzt eine Herausforderung, die ich da stemmen musste. Also natürlich muss man auch sagen, also so eine Bewegung muss einfach gut und sicher finanziert sein, nur dann sind wir handlungsfähig. Und da kann ich nur noch mal aufs Thema Bitcoin verweisen. Und da bitte ich alle drum, sich mal damit zu beschäftigen, auch wenn es nur ist, damit um neue Medien unterstützen zu können. Das ist ja nicht nur wir, die das Problem haben. Apolut hat ja auch das Problem. Ihr habt das Problem. Keine Ahnung, wie lange euer Konto da funktioniert. Andere Personen haben das Problem. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Wie können wir Menschen, die, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit auch stehen und bereit sind, das zu tun, wie kann man die auf einem sicheren Wege finanziell unterstützen? Weil was man ja zum Beispiel auch in meinem Gerichtsprozess gelernt hat, alle, die mir Geld überwiesen haben, sind ja angeschrieben worden. Ich weiß nicht, in welcher Kartei die jetzt gelandet sind oder auch nicht. Will gar nicht mutmaßen. Aber es ist halt nicht unbedingt ein anonymes Bankensystem, sondern man kann da natürlich schon alle Daten ermitteln. Auch das wäre ja ein Vorteil, dass diejenigen, die Sorge haben vor staatlichen Repressionen, weil sie dann wen auch immer unterstützen, gibt auch, glaube ich, einige Parteien oder eine Partei, die Probleme damit hat, dass irgendwelche Sparkassenkunden haben schon Briefe gekriegt, dass sie es bitte Ja. unterlassen wollen, da Geld hinzuschicken, sonst wird das Konto gekündigt. Da ist Bitcoin halt eine wunderbare Alternative. Ihr habt doch einen Leitfaden zu Bitcoin bei euch auf der Querdenken-Webseite, oder? Also nicht auf der Querdenken-Webseite, sondern es gibt ein eigenes Projekt dafür, das heißt Digitaler Aktivist, also digitaler-aktivist.de. Und dort haben wir die zwei Themen. Das eine ist dieses Google-freie Handy und das andere ist eben, wie verwende ich Bitcoin. Ja. Gut, Micha, ich wünsche dir erst einmal toi, toi, toi. Wir bleiben in Kontakt und ich habe das schon im Hinterkopf mit Bitcoin. Das wird jetzt auch bei uns in Angriff genommen, weil du hast da schon Pionierarbeit gemacht. Ja, super. Vielen Dank, freut mich. Vielen Dank für die Zeit, fürs Interview. Ich wünsche euch auch Okay. alles Gute und auf bald. Tschüss. Dankeschön, tschüss.